Merhaba, Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden Hinterlassen, Gründen, Gelten, Führen, Eröffnen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, tv, kitap, makale vesaire de kullanılmaktadır. Perfect, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect Mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz Hinterlassen Bir şeyi geriye bırakmak, veya terk etmek anlamına geliyor. Hinterlassen fiilimiz düzensiz bir fiildir. Präsens, ich hinterlasse. Ben geriye bırakıyorum. Ich hinterlasse. Ich hinterlasse. Präteritum, ich hinterließ. Ben geriye bırakıyordum, geriye bıraktım. Ich hinterließ, ich hinterließ, perfekt, ich habe hinterlassen, wann ich habe hinterlassen, ich habe hinterlassen, tekraridelim, ich hinterlasse, ich hinterlasse, ich hinterließ ich hinterließ ich habe hinterlassen ich habe hinterlassen futur bir, ich werde hinterlassen wann geriye ich werde hinterlassen ich werde hinterlassen futur iki, ich werde hinterlassen haben ban ich werde hinterlassen haben ich werde hinterlassen haben Plusquamperfekt perfekt ich hatte hinterlassen ban ich hatte hinterlassen ich hatte hinterlassen ich werde hinterlassen, ich werde hinterlassen, ich werde hinterlassen haben, ich werde hinterlassen haben, ich hatte hinterlassen, ich hatte hinterlassen. Örneck, Sie wohnten für zwei Wochen in dem Apartment und hinterließen es sehr ordentlich. Sie wohnten für zwei Wochen in dem Apartment und hinterließen es sehr ordentlich. Sie wohnten für zwei Wochen in dem Apartment und hinterließen es sehr ordentlich. da er sie nicht an ihrem Platz finden konnte, hinterließ er ihr eine Nachricht. Onu yerinde bulamadığı için ona bir mesaj da er sie nicht an ihrem platz finden konnte hinterließ er ihr eine nachricht da er sie nicht an ihrem platz finden konnte hinterließ er ihr eine nachricht die Bir şeyi var etmek veya yeni bir şey yaratmak anlamına geliyor. Present Ich gründe Ben kuruyorum. Ich gründe Ich gründe Präteritum Ich gründete Ben kuruyordum, kurdum. Ich gründete Ich gründete Perfekt. Ich habe gegründet. Wann Ich habe gegründet. Ich habe gegründet. Tekrar Ich gründe. Ich gründe. Ich gründete. Ich gründete. Ich habe gegründet. Ich habe gegründet. Futur bir. Ich werde gründen. Ben kuracağım. Ich werde gründen. Ich werde gründen. Futur iki. Ich werde gegründet haben. Ben kurmuş olacağım. Ich werde gegründet haben ich werde gegründet haben plusquam perfekt ich hatte gegründet ban ich hatte gegründet ich hatte gegründet tekrar ich, ich werde gründen ich werde gründen ich werde gegründet haben. Ich werde gegründet haben. Ich hatte gegründet. Ich hatte gegründet. Ihr Großvater gründete diese Firma vor fünfundsechzig Jahren. Büyükbabası bu şirketi 65 yıl önce kurdu. Tekrar edelim. Ihr Großvater gründete diese Firma vor 65 Jahren. Ihr Großvater gründete diese Firma vor 65 Jahren. Farklı bir örnek cümlemiz Er gründete seine erste Musikband während der Schulzeit. İlk müzik grubunu okul döneminde kurdu. Tekrar edelim. Er gründete seine erste Musikband während der Schulzeit. Er gründete seine erste Musikband während der Schulzeit. Diğer fiilimiz gelten. Geçerli olmak, yürürlükte olmak anlamına geliyor. Bu fiil düzensiz bir fiildir. Fiilimizi es zamiriyle çekimleyelim. Präsens es gilt. Geçerli. Es gilt. Es gilt. Präteritum, es galt Gicharide Es galt Es galt perfekt Es hat gegolten Gicharide Es hat gegolten Es hat gegolten Techaridilim es, es gilt Es gilt. Es galt. Es galt. Es hat gegolten. Es hat gegolten. Futur bir es wird gelten. Geçerli olacak. Es wird Gelten. Es wird gelten. Futuriki. Es wird gegolten haben. olmus olacak Es wird gegolten haben. Es wird gegolten haben. Plus perfekt. Es hatte gegolten gechärli olmuştu es hatte gegolten es hatte gegolten tekrar edelim. es wird gelten es wird gelten es wird gegolten haben es wird gegolten haben es hatte gegolten es hatte gegolten örnek cümlemize geçelim hier gelten ganz andere regeln burada bambaşka kurallar geçerlidir tekrar edelim hier gelten ganz andere regeln Hier gelten ganz andere Regeln. Die ist führen, yönetmek, yürütmek, sürmek, rehberlik etmek anlamına geliyor. Präsens ich führe, pan yönetiyorum. Ich führe. Ich führe. Präteritum ich führte. Ben yönettim. Ich führte. Ich führte. Perfekt. Ich habe geführt. Ben yönettim. Ich habe geführt. Ich habe geführt. Tekrar edelim. Ich führe. Ich führe ich führte ich führte ich habe geführt ich habe geführt futurbir ich werde führen banyonetegen ich werde führen ich werde führen, ich werde führen. Futuriki Ich werde geführt haben. Ich werde geführt haben. Ich werde geführt haben. perfekt Ich hatte geführt. yönetmiştim. Ich hatte geführt. Ich hatte geführt. Ich hatte geführt. Ich hatte geführt ich werde führen ich werde führen ich werde geführt haben ich werde geführt haben ich hatte geführt ich hatte geführt, ich hatte geführt. Sie führt ihr Geschäft ganz alleine. Ich inne tek başına yürütüyor. Tekrar edelim. Sie führt ihr Geschäft ganz alleine. Sie führt ihr Geschäft ganz alleine. Farklı bir örnek cümlemiz. Ich führe ein gewöhnliches Leben auf dem Dorf. Köyde çok sıradan bir hayat sürdürüyorum. Tekrar edelim. Ich führe ein gewöhnliches Leben auf dem Dorf. Ich führe ein gewöhnliches Leben auf dem Dorf. Diğer bir fiilimiz: eröffnen. Bir şeyi kamuya açık hale getirmek, açmak anlamına geliyor. Präsens ich eröffne. Ban açıyorum, ich eröffne. Ich eröffne. Präteritum, ich eröffnete. Ban açıyordum ich eröffnete. Ich eröffnete. Perfekt, ich habe eröffnet Ban ich habe eröffnet ich habe eröffnet ich eröffne ich eröffne ich eröffnete ich eröffnete ich habe eröffnet ich habe eröffnet futur bir ich werde eröffnen ben açacağım ich werde eröffnen ich werde eröffnen futuriki ich werde eröffnet haben ben açmış olacağım ich werde eröffnet haben ich werde eröffnet haben plusquam perfekt ich hatte eröffnet wann ich hatte eröffnet ich hatte eröffnet tekrar ich, ich werde eröffnen ich werde eröffnen. Ich werde eröffnet haben. Ich werde eröffnet haben. Ich hatte eröffnet. Ich hatte eröffnet. Sie eröffnete den ersten Schulladen letztes Jahr im Stadtzentrum. İlk ayakkabı dükkanını geçen sene şehir merkezinde açtı. Tekrar edelim. Sie eröffnete den ersten Schuhladen letztes Jahr im Stadtzentrum. Sie eröffnete den ersten Schuhladen letztes Jahr im Stadtzentrum. Bu dersimizde hinterlassen, gründen, gelten, führen, eröffnen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.